Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich, ich dachte, es wäre ein Scherz, dass es ihn gibt, den Invisibobble-Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ich hatte mich die letzten Jahre immer mal wieder darüber mokiert. Ich habe moniert, ich habe angemerkt und das für nicht so cool empfunden, dass wir gefühlt in jedem Adventskalender den klassischen Telefonkabel-Haargummi-Inhalt hatten. Und nun gibt es tatsächlich von Invisibobble selbst einen kompletten Adventskalender. Ich finde es witzig, wirklich. Also normalerweise kosten die ja im Dreierpack irgendwie 5 Euro oder sowas. Deswegen glaube ich jetzt nicht, dass wir 24 einzelne Invisibobble-Viecher hier drin haben werden. Und wenn, dann fände ich es ganz schön merkwürdig. Ja, der hat jetzt 19,95 gekostet. Und ich würde sagen, ja, ich glaube, Erwin, den Stuhl, den brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ich glaube, den halte ich hier jetzt einfach die ganze Zeit fest. Und dann gucken wir jetzt einfach mal durch. Hier oben haben wir direkt die Nummer 1. Okay, und schon habe ich den Adventskalender ein Stück weit zerstört, weil ich die Nummer 12 mit aufreiße. Ja, das müsst ihr noch ein bisschen lernen, Invisibobble-Menschen. Ne? Das hat nicht so gut gehalten. Hier habe ich ein witziges Invisibobble drin. Da steht auch Invisibobble hinten drauf. Das ist nämlich so ein Schleifchen. Ich glaube, wenn ich so einen Bommel trage, so oben drauf, ist es ganz süß, wenn man da mal ein Schleifchen sieht. Ne? Ist mal was anderes doch. Finde ich cool. Hier haben wir die Nummer 2. Also wenn man den Adventskalender so verschenkt und die Person das irgendwie so an die Wand hängt oder so. So habe ich mir damals meine Adventskalender immer aufbewahrt. An der Wand. Als ich nur einen einzigen pro Jahr bekommen habe. Das waren noch Zeiten, Leute. Da war ich echt noch, in einer ganz anderen Welt unterwegs. Ne? Nicht in Claudis Welt. Dann hat man echt Probleme. Ne? Also, okay, hier haben wir tatsächlich ein Invisibobble drin. Da macht der Kalender, ja, der Inhalt dem Kalender alle Ehre. Es ist braun. Ist per se ganz schön, ne? Also jetzt für einen Blondie wie mich nicht unbedingt so mega sinnvoll, aber gerade für Braunhaarige ist es, glaube ich, ganz cool. Dann suchen wir uns mal die Nummer 3 raus. Die ist hier oben. Auch hier haben wir ein Haargummi, Telefonkabel-Haargummi drin, aber das ist ein bisschen weiter, ne? Glaube ich. Heißen die dann anders? Invisibobble Strong oder Invisibobble Anders? Ja, das ist ein Invisibobble anders. Würde ich mal ausprobieren, hatte ich noch gar nicht da. Jetzt gucken wir uns mal die Nummer 4 an. Ja, das ist so eine Haarklammer. Damit kann man zum Beispiel eine Strähne aus dem Gesicht machen oder hinten. Das ist für mich, glaube ich, ganz gut, dass ich, wenn ich einen Bommel oben habe, habe ich hier hinten immer eine Strähne, die absteht. Und weil das halt durchsichtig ist, ist es perfekt für mich. Dann kann ich das damit befestigen. Das finde ich praktisch. Guck, bislang geht wirklich nur das braune Invisibobble Haargummi weiter. Nicht schlechter Durchschnitt hier. Gut, dann gucken wir uns jetzt mal die Nummer 5 an, was der Tag vor Nikolaus ist. Den haben wir hier oben. Okay, da haben wir dann wieder, also, nee, es ist aber anders. Es ist nicht komplett transparent. Da hat man auch noch so ein bisschen Silber mit drin. Also da haben wir schon einen Unterschied zu dem Invisibobble aus der Nummer, ich weiß nicht, 3. Genau. Ne? Ist okay. Hat man mal ein bisschen was anderes. Ne? Aber ein Adventskalender nur bestehend aus Haargummis, das ist auch mal fancy, finde ich. Jetzt gucken wir uns mal die Nummer 6 an, das ist Nikolaus. Und ich finde, Nikolaus, können die irgendwas Spezielles reinmachen? In der Theorie. Nein, nein. Da machen die einfach ein ganz klassisches, transparentes Invisibobble-Haargummi rein. Gut. Dann halt nicht. Kann ja nicht jeder so Nikolaus verrückt sein wie Santa Claudi, ne? Ich suche mal die Nummer 7. Wo ist die denn geblieben? Das finde ich geil. Da haben wir nämlich ein Regenbogen Invisibobble. Das mag ich gerne leiden. Ich mag das. So schön bunt, ne? Passt dann auch zu vielen Looks von mir. Das bleibt auch. So. Die Nummer 8 darf machen, dass es jetzt wieder kracht, weil das war jetzt bislang nicht so, ne? Also ja, schon abwechslungsreich für, ich meine, wir reden hier von wirklich einem reinen Invisibobble-Adventskalender, ne? Das war schon abwechslungsreich, aber mal gucken, mal gucken. Nö. Och, ist jetzt nicht das gleiche wie eben, weil das hat so einen leichten Blauschift oder Grauschift noch mit drin. Ist nicht komplett transparent. Ja, kann man machen. Werde ich auch behalten. Wobei, ist das nicht vielleicht ein bisschen klein? Nee, das ist ein bisschen kleiner, ne? Weil hier habe ich jetzt einmal das, ne? Einmal das reguläre
und das, was ich jetzt gerade drin hatte, da ist schon ein Unterschied drin von der Größe her. Ich glaube, dass das Kleine mir zu wenig sein wird, weil dafür habe ich einfach zu lange Haare. Deswegen wird das auch weiter wandern. So, Nummer 9. Darf machen, dass wir uns jetzt endlich wieder freuen. Wir freuen uns die ganze Zeit, ist okay, aber, ne, kommen wir mal rein. Okay, das kann mir auch ganz gut gefallen. Das ist nämlich jetzt auch so ein Invisibobble in der ganz regulären Größe. Und das hat diese goldene Durchzogenheit mit dabei, finde ich gut. Ich habe ja blonde Haare, da passt das auch echt gut. Nummer 10 kommt jetzt und das ist jetzt die Begrüßung in den zweistelligen Bereich. Ja gut, da haben wir das gleiche, was wir eben in Transparent drin hatten. Jetzt nochmal in Braun und in relativ groß. Bin ich ein bisschen neidisch, weil das hätte ich auch gerne so in meiner Farbe gehabt. Aber vielleicht kann ich das dann doch verwenden. Ich muss mal gucken. Weil das ist eigentlich ganz fancy, ne? Ja. Jetzt kommen wir zu der Nummer 11. Das ist ein Schnapszahl, ne? Ach, das ist hübsch. Das ist ein mattes Invisibobble. Und zwar so ein altrosa Ton. Den mag ich gerne leiden. Den Ton, ne? Nicht den Haargummi, sondern den Ton. Das Haargummi an sich finde ich eigentlich, ja, das finde ich auch ganz schön. Ist halt auch diese normale Invisibobble-Größe. So, 12, die Halbzeit. Darf jetzt auch gerne wieder etwas spektakulärer werden. Da öffnet sich gleich alles mit. Das ist auch ein, dieses große Invisibobble, was aber schmal außen ist. Das sind irgendwie so Plastikfäden außen drum zu, egal. Und das hat so ein Rose Gold, ne? Das mag ich auch gerne. So ein Rose Gold Faden in Anführungsstrichen drin oder so. Ich weiß nicht, wie man das sagt. Aber ich finde es hübsch. Ja, gut. Das war die 12. Jetzt gehen wir zu der Nummer 13. Die haben wir hier recht mittig. Das ist jetzt in Schwarz auch so eins von diesen größeren, die außen etwas schmaler sind. Ich muss den Adventskalenderkurs wegdrehen, weil ich das nicht fokussieren wollte. Das wird auch weiter wandern, weil es mir zu dunkel halt ist. Dann gehen wir jetzt zu der Nummer 14. Die ist winzig klein. Die ist hier oben. Müsste ich fast schon mit einer Prickelnadel beigehen, um die zu öffnen. Ist wahrscheinlich ein Nano drin oder so. Ja, ist es. Leute, das finde ich witzig. Das ist wirklich witzig. Ne? Ein Nano Invisibobble, ja. Es ist ganz cute. Ja, nicht meine Farbe. Okay. Süß. Das war 14. Jetzt gehen wir zu der Nummer 15. Und hier habe ich endlich das, worauf ich eben neidisch war. Und zwar, ciao, in Transparent, diese Haarnadel nochmal. Ja, damit kann man sich halt mal eine große Strähne aus dem Gesicht machen. Das finde ich richtig toll. Und die bleibt 16. Ja, hier haben wir nochmal ein normal großes Invisibobble in Schwarz mit drin. Finde ich aber auch ganz fair, dass wir hier verschiedene Farben von den Invisibobbles drin haben. Weil es gibt ja auch unterschiedliche Farben auf dem Markt an Haaren. Ne? Also es gibt blond, brünett, es gibt, ja gut, grün, gelb, rot. Was ist mit den Leuten? Ne? Und ja, da wurde jetzt echt an alles gedacht. Dann gehen wir jetzt mal an die Nummer 17 ran. Die habe ich hier oben. Hier haben wir auch wieder ein größeres Invisibobble. Ich hatte schon Silber, Transparent, Roségold und jetzt habe ich hier Gold mit drin. Ja, finde ich auch ganz schön. Die Nummer 18 haben wir hier oben. Das finde ich fancy. Das ist nämlich so ein Eindrehvieh. Da kannst du dir irgendwie einen Dutt oder sowas mit drehen. Das finde ich irgendwie interessant. Ich glaube, ich hatte sowas schon mal da, habe mich aber nicht getraut, das zu verwenden. Muss ich mich nochmal einlesen, wie das nochmal funktioniert. Ich glaube einfach drehen, drehen, drehen und irgendwann hast du schön. Die Nummer 19 wird uns aus dem Bereich mit der 1 vorne, aus dem 10er Bereich verabschieden. Und die haben wir hier unten. Jo, hier haben wir wieder ein klassisches Invisibobble drin, ne? Das ist wirklich klassisch. Oh, das hatten wir in der Größe noch gar nicht in Transparent. Okay. 20. Gehen wir in den 20er Bereich. Das ist wieder so ein kleines Vieh. Selbstverständlich haben wir auch in diesem Adventskalender so eine Haarklammer drin, die auch für Brünette geeignet ist. Wir haben die ja schon in Transparent drin gehabt und jetzt auch nochmal in Braun 21. Hier unten. Boah. Ja, das ist auch wieder so ein Invisibobble, was so ein bisschen, ne, kleiner ist und dann in Roségold, hätte ich jetzt gesagt. Oder Gold? Was ist das? Roségold. 22, die zweite und letzte Schnapszahl. Wo haben wir die denn? Hier. Ja gut, das ist jetzt auch wieder eine normale Größe und in Schwarz. 23, der Tag vor Heiligabend. Hä? Das ist ein Band und das ist ein Invisibobble.
das kenne ich nicht. Es ist interessant. Und das war ein Reim irgendwie. Das finde ich cool. Machst du dir ein Schleifchen ins Haar. Hast dir dann quasi deinen Zopf rein, ne? Das machst du dir um die Haare drum zu und dann kannst du hier ein Schleifchen binden. 2 in 1. Das finde ich cool. Das wird ausprobiert. Und dann noch so in so einem, ach guck an, so ein Aprikoton. Das passt. Da fühle ich mich selber mit, ne? 24 ist Heiligabend und da bin ich gespannt, was sich hier drin verbirgt. Ich glaube, das Einzige, was hier noch fehlt, was im Sortiment von Invisibobble drin ist, ist dieses klassische Scrunchie, was die jetzt relativ neu rausgebracht haben und wo die liebe Sarah Isabel, like Daisy in Spring, sich wahrscheinlich am meisten drüber freuen würde. Von uns allen, weil sie liebt Scrunchies. Ja, okay. Und wir haben hier tatsächlich auch was drin. Ein trauriger Adventskalender vom optischen her. Das wird auf jeden Fall mal ausprobiert. Also wir haben hier ein Scrunchie, was natürlich mir damals oder letztes Jahr vor allem die Hasskappe hoch 5 Milliarden auf den Tisch gebracht hat. Und hier haben wir, weil es halt fast überall drin war und als Füllmaterial deswegen, ne? Und hier drin ist halt ein Invisibobble. Ich weiß nicht. Also ich persönlich würde mir jetzt mit einem Invisibobble sowas, ein Bommelchen oben machen und das würde ich dann so außen drum zumachen, weil ich brauche das nicht doppelt haben, ne? Das sieht bei mir einfach nicht aus. Das ist mir zu eng und zu fest und so. Also das würde ich einfach so drüber machen, flupp. Und deswegen brauche ich eigentlich nicht so ein Produkt, wo schon ein Invisibobble drin ist. Es soll aber super cool sein und praktisch. Und du hast hier noch ein Fähnchen mit bei. Dann steht da auch noch Invisibobble und bist auch noch gebrandet. Ist doch auch irgendwie nett, ne? Ich persönlich finde diese Haarschleifengeschichte aber noch einen Tick cooler. Jetzt kommen wir schon zum Fazit bei dem Adventskalender, ne? Ich werde fast alles hier draus behalten. Definitiv, sonst hätte ich mir den nicht gekauft, weil ich halt einfach weiß, dass ich Invisibobbles auch verwende, weil ich sie halt einfach gerne mag. Und wenn ich weiß, dass ich einen Adventskalender kaufe, wo ausschließlich irgendwelche Invisibobbles oder ähnliche Produkte aus deren Sortiment hier drin enthalten ist, bin ich auch zufrieden. Sieht im Display doch viel schöner aus, als sie eigentlich ist. Vielleicht, wenn ich die mal von der Seite zeige. Ich würde mir eigentlich eher kaufen, um Geld zu sparen, weil normalerweise ja, bezahlst du da halt einfach mehr für, als das, was man hierfür ausgegeben hat. Ganz einfach, ne? Ja, und das war jetzt hier mein Unboxing von dem Invisibobble Adventskalender. Wer hätte gedacht, dass ich das mal auf meinem Kanal mache, oder? Doch, die Leute, die mich kennen und wissen, dass ich dann doch manchmal das eine oder andere mit einem Augenzwinkern mache, hätten sich das safe gedacht. Ja, das war's. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings aus diesem Jahr. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!